So, und nun herzlich willkommen zu den Schatztruhen hier. Nummer 12 ist als erstes dran. Und jetzt ein kleines wenig schwierig. Ist das ein kleines wenig, ein klein wenig schwierig? So, am besten. Hier müssen wir springen. Wohl springen eigentlich. Eigentlich nur fallen lassen. Denn wir müssen hier rechts. Hoch. So, drehen, 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 drehen. Zu dieser Schatztruhe. Ach, jetzt, Leute. Mobbt mich nicht. So, hier. Das ist eine Schatztruhe, das ist die erste. Wir sind zweiten wieder. So, nun machen wir die zweite Schatztruhe. Und dafür müssen wir zu Wegpunkt 14. Einfach hin mit Schneemobil, das ist eigentlich am besten. Und wir fahren nicht den Tanzfrosch, die Buckelpiste auch nicht, die Fuchsbau, die Sonderpiste, sondern fahren gleich mal zu dieser Frau hier, die uns viel zu sagen hat. Hallo Frau. Und zwar dieser zweite Gipfel. Und hier ist genauso viel los wie am Fuß des Berges. Viele hundert Rennfahrer treffen sich hier alle vier zur Hundeschlitten-WM. Und hier noch ein paar Informationen. Dieser Weg mündet in die Straße, wo man Herr Sonne grüßt. Verstehst du? Denk mal darüber nach und schaff die Herausforderung. Ja, die haben wir ja schon geschafft. Und zwar war das, toll da, Beton. Hier durch die Sonne, ja. In England heißt es Bärsonne. In Amerika, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, tut mir leid. Und hier einfach hier runterschubsen. Ne? Kann sie auch reinsetzen, aber ich meine, jetzt haben wir Schneemobil. Und einfach dem hinterherfahren. Und wenn es gut läuft, führt uns der Reifen direkt zur Schatzkiste. Ich hoffe, das war so gewollt von denen. Sonst gebe ich hier so einen Tipp, den keiner kennt. Oh mein Gott. Er schafft den Sprung nicht. Wunder, Wunder, Wunder. Wir aber wir wollen ihn nicht schaffen. Komm, Schneemann, stell dich so an. Spring da runter. Reifen. Reifen. Reifen, Scheiße. Oh, doch, da ist er. Puh. Ich habe nicht gesehen, wo sie herkommen. Egal, auf jeden Fall. Wenn ihr langsam genug seid, ihr könnt auch oben ein bisschen warten, ist vielleicht besser. Dann führt ihr euch direkt zu der Schatztruhe. Hier ist sie nämlich. Jetzt kommt schon mal zurück. Gut gemacht. Dann bis zum dritten. Tschüss. So, Leute. Theoretisch könntet ihr jetzt bei der Schatztruhe weitermachen. Aber um sicher zu gehen, gehen wir zum Wegpunkt 4. War doch, nee, war 5. Nee, 4 doch schon. 4? Weil der Sesslift geht zum 5 hoch. Ja, genau. Wir müssen in den Bärenwald und fahren zu diesem schönen Christbaum dort hinten. Dem schönen roten Baum. Schön geschmückt. Das ist der Baum vom Weihnachtsmann. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt welche von euch noch an Weihnachtsmann glauben. Ja, ich auch nicht, aber trotzdem. Da ist eine Schatztruhe, deswegen fahren wir hin. Weil nicht zu dem Haus, weil ich an den Weihnachtsmann glaube, sondern weil ich mir seine Geschenke holen will. Aha, die, nein. Boah, der Berg ist einfach mal steil. Auf jeden Fall, hier ist eine Schatztruhe. Ba, ba, ba. 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 Ja, kann sich auch so anstellen wie ich. Bei dem Haus hier. Beim Bärenwald sagt einer, dass das Gerücht gibt, dass da ein Haus vom Weihnachtsmann ist, der hier wohnt. Ja, so ist es. Hier, seht ihr? Bis zur Schatztruhe 4. Da-da-da-da. Um hier hinzukommen, wo wir sind, ja, hier ist die vierte Schatztruhe, doch den Weg zeige ich euch natürlich auch. Hier, ich könnte Wegpunkt 9 nehmen, aber 12 finde ich übersichtlicher.
Von 9 fährt man dann von unten nach oben und jetzt fahren wir halt ein bisschen weiter nach unten. Also der Weg hier ist länger, aber ich finde es übersichtlicher und jetzt wichtig links halten, ja, habe ich gerade gemacht. Und wir kommen an eine Gabelung oder ein, ja genau, hier Entscheidung links oder rechts. Rechts geht's zu dem Toll-Darbietungs-Video, könnte ich hier verlinken, könnte ich machen. Ich schaue ich mal. Da links geht's zur Schatzruhe. Dieser schmale Weg, nicht der rechts, sondern der hier links. Rechts könnt ihr auch fahren, mein Gott. Aber der Weg, wo ich gerade bin, ist am besten. So. Links kommen wieder die Eisbären. Eisbären, Alter. So, hier durch. Und jetzt müsst ihr springen. Deswegen ist es auch am besten mit einem Schneemobil, um ganz sicher zu gehen, macht man einmal so. Zurückfahren. Richtig, umschauen. Kommt einer. Richtig, genau. Ja, okay, kommt keiner schnell. Und dann Jumping. Einer auf Jumping, ja, und dann hier runter. Und hier ist die vierte Schatztruhe. Bis der fünfte. So, nun Nummer 5 von 7. Und jetzt Karte changen wir zu 14. Da war ja vorher auch schon. Und diesmal nicht in die Stadt, nicht ins Dorf, eigentlich nicht in den Tanzflur, sondern in den Fuchsbau. Denn dort ist eine versteckt. Die sagt es auch, aber das könnt ihr euch ja selber dann durchlesen. Also eigentlich auf jede Schatztruhe gibt es eine Lösung eigentlich. Ich finde es ein bisschen unnötig, weil das Spiel so einfach ist. Da braucht man es eigentlich gar nicht. Aber ihr habt ja YouTube-Videos. Deswegen mache ich es ja für euch. Na, gut. Auf jeden Fall, jetzt wichtig. Nicht da rechts lang den Weg folgen, sondern hier einfach zwischendurch. Hier rein. Denn da links in dieser Nische ist deine Schatztruhe. Und man sollte nicht vorbeifahren, so wie ich. Schatztruhe Nummer 5. Oh, nun machen wir Nummer 6. Ja, genau. Die Nummer 6, Zufall Nummer 6. Ja, wie schon so. Ja, jetzt wichtig, nicht zwingend an der Corner, sondern vorbeifahren. Hier runter. Zum Eissee und da ist auch mit Freunden helfen. Das könnt ihr machen, da kommt ihr. Ich habe es nur schon falsch gesagt. Ich glaube, Silberschlüssel. Ja, Silberschlüssel bekommt ihr das. Und ja, hier ist Angeln und auch dieses Flaggen schnappen. Nee, das ist Pokémon. Nee, das heißt Flaggenkampf oder so. Ja. Hier ist die Schatztruhe. Lol. Ja, die spawnen einfach da. Also, wenn Minecraft kennt auch das Wort spawnen. Die erscheinen auf einmal da und rasen hier runter. Und die Leute, die hier ankommen, Ding, und auf einmal sind sie weg. Ja, das ist ein. Das Beste, was machen konnte, daraus. Weil sonst wäre es ja komisch. So. Ich habe es wohl entdeckt. Das ist schön, Dankeschön. Das war Nummer 6. 7. So, letztes jetzt kommt schon langsam. Ich habe schon was 10. Schneemobil. Das nehme ich jetzt schon zum vierten Mal auf. Keine Ahnung, wegen technischen Fails. Ich hoffe, diesmal klappt. Das Bild ist ja dann weg. Das ist ja die Scheiße. Aber der Ton, den werde ich dann anders veröffentlichen. Mal schon. Auf mich zu schieben. Skifahrer. Hier, Helikopter. Ja, genau. Ich mache jetzt den passenden. Ich hoffe, das ist unnötig. So auf dich auf den Boden zu wälzen. Hab ich dir das gesagt? Admin. So, auf jeden Fall. Einfach hier geradeaus. Müsste ich beachten, das Grundstück von mir. Grundstück, ach, keine Ahnung. Grundstück, doch. Ich laber ich da. Alter. Ich laber gerade Spaß. Das helfen mir, ich hab dir.
Ich fall, wenn ich drüber. Ach, Scheiße. Oh, hä? Was? Was? Ich helfe ihr, dass sie beleidigt. Das ist so. Ich muss das nächste Mal muss hier liegen und springen dreimal drüber oder so. Ach, keine Ahnung. So. Nein, ich sag ganz schön oft. Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung, egal. Ja. Hier, Zufall, bin ich hier reingekommen. In diese Höhle. Und ja, ich hoffe, ich habe den Weg gesehen. Wenn nicht, dann schaut das nochmal in einem anderen Video. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist, dass ihr es nicht gesehen habt. Da war die Chance zwischen links und rechts und ihr müsst einfach links fahren. Ein schmaler Gang ins Nichts, wie ihr auf der Karte seht. Ich bin super hier reingekommen durch Schneereifen. Einfach bin ich hier runtergefahren, ohne zu lenken, und dann bin ich hier zufällig rein. Und so habe ich das gefunden. So cool. Gott, zufällig hier radioaktive Pilze. Jetzt komm schon. Sprung in die Magma. Nein. Warte. So, dann. So. Wir brauchen gleich springen übrigens. Für die, die es nicht wissen. Und dann hier ist die Schatztruhe. Und ja. Hier geht die Höhle noch weiter. Schaut, 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 die Höhle geht weiter. Oh mein Gott, die geht weiter. Ich hoffe, ich falle nicht runter. Nein, das. Ich habe gesagt, ich fall nicht runter, nicht. Ich hoffe, ich fall runter. Hör mir zu. Wie? Wie jetzt? Du hörst nicht zu, wie? Nein! So.